Am 20. Juli 1969 landeten Neil Armstrong und Edwin Buzz Aldrin als erste Menschen auf dem Mond. Weltweit verfolgten rund 600 Millionen Fernsehzuschauer diesen Meilenstein der Geschichte. Seitdem tauchen immer wieder Verschwörungstheorien auf. Zum Beispiel die, dass die Astronauten mehr auf dem Mond entdeckt haben, als der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, dass es Außerirdische auf der dunklen Seite des Mondes gegeben habe. Diese Aufnahmen aus den NASA-Archiven wurden von den Apollo-Astronauten gemacht. Einige Experten sind der festen Überzeugung, dass darauf künstliche Strukturen zu sehen sind, die mit der herkömmlichen Wissenschaft nicht zu erklären sind. Sie geben an, dass es sich um Gebäude, vielleicht ein Atomkraftwerk, handelt. Oder um eine Parabolantenne, die auf die Erde ausgerichtet ist. Es gab sogar Stellungnahmen, die von einer außerirdischen Festungsanlage ausgingen. Die Strukturen auf den Aufnahmen wurden von Wissenschaftlern analysiert, doch ohne konkrete Ergebnisse. Militärsachverständige bestätigten allerdings, dass die Menschheit in ernster Gefahr wäre, falls Lebewesen von anderen Planeten eine Mondbasis errichtet hätten. Enthalten die Fotos unwiderlegbare Beweise für die Anwesenheit Außerirdischer? Wurde ein Apollo 20 Mondflug tatsächlich durchgeführt, wie Verschwörungstheoretiker behaupten? Und stammen diese Aufnahmen einer angeblichen Außerirdischen von genau dieser NASA-Mission?